So, dann nutze ich jetzt nochmal diese Ansicht, um zu zeigen, wie man einen Koffer Harmonium wieder einpackt. Also hier ist ja der Blasebalg, den mache ich als allererstes mal zu, dabei immer einen Ton gedrückt halten, damit auch die ganze Luft rausgeht. Dann mache ich hier die beiden Seiten zu. Wichtig ist, dass du alle Knöpfe wieder reindrückst, denn wenn nicht, dann würden die gleich hier hängen bleiben. Jetzt gucken wir mal gerade, ob das klappt. Hier. Mit dem Mikro. Also erstmal wird die Befestigung an der Seite, die ist sehr, sehr logisch. Jetzt seht ihr, dass ich das hier ganz knapp wird es passen, genau wieder zuklappe. Und jetzt geht es darum, zeige ich es mal auf dieser Seite, hier seht ihr diesen kleinen Nubbel, der muss da unten wieder rein. Das heißt, ich nehme gleichzeitig, und das ist ein bisschen tricky, drücke ich die rein und dann fahre ich das so ganz langsam nach unten. So, bis es hier eingeklickt ist und auf der anderen Seite macht es auch Klick. Und dann kann man hier die Häkchen wieder einsetzen. Zeige ich auch nochmal hier. Das sind die Haken, von denen ich spreche. Also hiermit ist der Deckel zu und da drüben würde man den Haken dran machen, wenn man es umklappt. Und hier unten ist dieser kleine Nupsi raus. Und jetzt hast du einen kleinen Koffer, weshalb man ja auch Kofferharmonium sagt. Genau, das noch dazu.